Hallo und willkommen zurück bei ARK zu einem kleinen Tutorial, wie ihr euren Einzelspieler-Spielstand löschen könnt. Jetzt an einem Beispiel, zum Beispiel hier The Center. Da habe ich ja so gesehen meine Tutorial-Welt mit den Drachen und ja, anderen Dingen. Die werden wir jetzt mal löschen. Und ja, dazu, also wollte ich euch erstmal kurz zeigen hier, ne? Das ist dieser normale Spielstand The Center. So, jetzt werden wir das Spiel beenden. Und zwar, da gehe ich mal die Variante. So, dann gehen wir jetzt zu Einstellungen. Dann Systemspeicherverwaltung. Gespeicherte Daten. Dort gehen wir dann da oben, ARK Survival Evolved. Und dann seht ihr die ganzen Daten von euren, von ARK. Konfiguration, das sind wahrscheinlich die Einstellungen, Local Profile. Die Island Map Data, das ist ja meine Einzelspielerwelt. Da ist die Center Data. Und nochmal die Island Data Dedicated Server, den ich mal, glaube ich, gestartet hatte. Ich glaube, das kann ich auch mal löschen. Egal. Hier ist die Center Map Data. Gehen wir auf Optionen und dann löschen. Zack, einmal auswählen. Ihr könnt auch hier über diese Variante die Dinge auf USB-Sticks und so kopieren. Ne? Ist auch möglich. Center Map Data löschen. Ich habe es selber jetzt noch nicht getestet. Werden gelöscht. So, zack. Perfekt. Dann gehen wir zurück und starten nochmal ARK. Und ich werde das jetzt nicht groß wegschneiden, damit ihr das auch als Beweis seht. Eventuell werde ich ein bisschen vorspulen. Also das ist dann halt so die Variante. Ihr habt zum Beispiel, ihr spielt auf beiden Maps oder sogar auf Scotch Earth. Das geht auch, das würde dann da auch auftauchen. Ich habe es noch nicht gestartet, deswegen gibt es auch kein Speicherdatum. Speicherstand. Dann könnt ihr halt die jeweilige Map einmal löschen. Und dann ist es neu gestartet. Es gibt auch einen Befehl, der alles auf der Map zerstört und so weiter und so fort. Aber wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dass alles weg ist, kann man das so machen. Jetzt hier, The Center, wähle ich wieder aus und gehe auf Einzelspieler. Und dann sollten wir eigentlich in einem Charaktererstellungsbildschirm starten. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich weiß es selber noch. In der Einstellung eben, da gab es ganz oben rechts Delete Singleplayer Data. Also, man kann auch die Einzelspielerdaten löschen. Ehrlich gesagt, wollte ich es nicht ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob es komplett alles löscht, weil meine Einzelspielerwelt möchte ich ja noch behalten. Nö. Die soll ja nicht verloren gehen, weil wenn dann plötzlich alles gelöscht ist, dann Arschlecken. Ist wahrscheinlich eine gute Variante, aber nein. Außer halt, euch ist scheißegal und ihr habt nichts Wichtiges, dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren und in die Kommentare schreiben. Aber ich warne euch, ne, das könnte alles löschen. So, und jetzt haben wir es doch geschafft, eventuell diese kleine Wartezeit zu überbrücken mit sinnlosem Gelaber. Aber so seht ihr, dass es am Stück aufgenommen ist. Jetzt sollten wir eigentlich in der Charakterauswahl auftauchen. Okay, das Laden dauert auch länger als normal. Das ist schon mal gut. Okay, eigentlich ist es nicht so toll, aber das ist schon mal gut. Da seht ihr es. Charaktererstellung. Und wir gehen einfach mal... Oh Gott, das lädt jetzt gerade alles ein bisschen nach. Wo war denn der Spawn? Okay, das lädt immer noch gerade. Das hängt gerade tierisch. Ist eine normale Playstation, deswegen. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo ich da war. Redwood Forest West. Nee, müsste Osten sein. Gucken wir mal einfach mal nach. Schauen wir mal, was passiert. Trophäe erhalten? Hä? Okay. Ich will mal nachgucken, was das war. Aber ihr seht, ich starte neu. Und ich glaube, da müsste jetzt auch hier alles auf 0 sein, ne? Level 0, EP 0. Scheiß die Wand an, alles 0. Jawohl. Da seht ihr es, Level 1. Der Bob. Wunderbar. Das war's dann. Also so könnt ihr eure Einzelspielerwelt löschen. Ist aber auch geil hier, ne? Ich habe das halt gemacht, weil viele immer wieder gefragt haben, wie man das macht. Ich weiß, es gibt viele von euch, die wissen, wie man das macht. Aber trotzdem gibt es immer wieder welche, die es halt noch nicht wissen. Und denen zeigt man das dann lieben gerne. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!